Seid ihr schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ich habe heute einen Professor hier aus dem Gremium, der sich ein ganzes Leben lang eigentlich weitergebildet hat. Und ein weiteres Thema, das jetzt wieder dazugekommen ist, ist nämlich das Thema Epigenetik. Und das interessiert mich schon, wie der Professor Dr. Jörg Spitz, der mein Gast ist, sich plötzlich mit Epigenetik beschäftigt. Das ist sicherlich ein spannendes Thema. Bleiben Sie dran, nach dem Intro gehen wir gleich ins Thema rein. Ja, und da sind wir wieder und jetzt darf ich Ihnen meinen Gast auch zeigen. Da ist er nämlich Professor Dr. Jörg Spitz. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ist schon schön, he? Man hat eine medizinische Ausbildung und dann fängt man an, ein ganzes Leben lang zu lernen. Und plötzlich kommt man wieder ein neues Thema dazu, wie die Epigenetik, oder? Ja, also bei mir war es etwas anders. Ich habe schon bei der Wahl meines Faches mich etwas atypisch verhalten. Die Nuklearmedizin ist ein junges Fach, die ist in den 60er Jahren erst entstanden, letztes Jahrhundert. Und es gab keinen Facharzt. Und ich bin per Zufall in dieses Fach reingeraten, auf der Suche nach einer Doktorarbeit. Habt ihr noch da gemacht. Und das hat mich so beeindruckt, diese Möglichkeit, in die Menschen reinzuschauen, ohne ihnen den Bauch aufzuschneiden und funktionelle Untersuchungen zu machen. Während im Röntgen sehen wir ja nur Strukturen und wir können Nuklearmedizin die Funktion zeigen. Und das Dritte, was noch war, ist, dass wir alle Disziplinen bedienen. Das heißt, normalerweise ist der Facharzt ja auf ein Organ fokussiert, aber ich habe für die Neurologen genauso gearbeitet, für die Orthopäden wie für die Pädiater. Überall. Das heißt, ich habe immer schon einen sehr breiten Überblick gehabt. Und dann war aber das Fach eben sehr neu und hat sich entwickelt. Und nicht nur das Fach hat sich entwickelt, sondern die Medizintechnik hat sich entwickelt. Und Nuklearmedizin ist auch ein technisches Fach, hat sich auch weiterentwickelt. Aber andere Techniken sind neu hinzugekommen. Zum Beispiel die Computertomographie. Die gab es damals noch nicht. Die ist erst neu gekommen. Und ein Teil der Untersuchungen, die ich in der Nuklearmedizin gemacht habe, fiel dann in die Computertomographie. Die konnten nämlich viel schönere Bilder zeigen, viel klarere Bilder zeigen. Also war ich weg vom Fenster. Und ich kann sagen, dass ich so alle 10 Jahre etwa 60-70% meiner Diagnostik und meiner Patienten verloren habe. Also musste ich immer wieder Neues finden und es wurde auch immer Neues entwickelt, aber ich war immer gezwungen, in den Datenbanken zu lesen, um mich auf dem Laufenden zu halten. Und diese Grundeigenschaft habe ich beibehalten, als ich aus dem Ganzen ausgestiegen bin und mir dann einige Fragestellungen im allgemeinen Leben vorkamen, wie zum Beispiel auch Vitamin D, die andere Bedeutung von Vitamin D. Dann bin ich halt wieder in die Datenbank hineingestiegen und habe also wieder gelesen. Und von daher habe ich also dann ein sehr breites Wissen mir angelesen, was ich als Schulmediziner nicht hatte. Aber innerhalb der Ausbildung lernt man doch eigentlich in den Datenbanken zu lesen, oder? Nein, nicht? Da lernt man eben nicht selbstständig zu arbeiten, sondern du kriegst vorgesetzt, was du zu lernen darfst. Da gibt es die Lehrbücher. Und was in den Lehrbüchern drin steht, ist, ich will nicht sagen abgestandener Wein, aber das ist 20, 30, 40 Jahre alt. Ja, und das wird gelehrt, das muss man lernen. Und die eigene kritische Auseinandersetzung, die wird nicht gelehrt. Auch ich dachte immer wieder, ein Arzt hätte so ein bisschen die Eigenschaft, als Wissenschaftler tätig zu sein, um eben Wissen zu schaffen im Zusammenhang mit Gesundheit. Ja, aber da wird suggeriert, dass alles, was wir bekommen, alles, was wir nutzen, wissenschaftlich evaluiert ist und dass es alles topfit ist. Und da brauchen wir nicht zu hinterfragen. Das ist hochwissenschaftlich, alles. Ja? Muss man nicht selber nochmal was hinterfragen. Nein, nein. Das ist nicht gut. Das ist verschwendete Liebesmühe. Mhm. Naja, und es läuft ja konstant so. Und es ist ja auch nicht so, als ob gesagt wird, seid zufrieden mit dem Alten. Es wird ja laufend Neues produziert. Ja, da werden neue Forschungen darüber berichten, darüber berichten. Eigenartigerweise sind es aber immer Dinge, die dann Big Pharma betrifft oder neue Techniken, neue Untersuchungstechniken, wo dann behauptet wird, dass die
ja, die große Heilsbotschaft beinhalten, zum Beispiel Mammographie. Wir wissen heute, dass die Mammographie höchst fragwürdig ist. Sogar in der Schulmedizin. Es ist eine energiereiche Strahlung, die auf die empfindliche Brust draufkommt und immer wieder und immer wieder und immer wieder. Das ist das eine. Das zweite ist, es werden Fehldiagnosen gestellt, die die Frauen absolut in den Abgrund stürzen. Und viele Fehldiagnosen werden auch nicht aufgelöst. Und das dritte ist, dass es auch dazu verleitet, eine Krebsdiagnose zu stellen, die unter Umständen gar nicht existiert oder wo das, was dort gesehen wird, nie wirklich ein therapiebedürftiger Krebs wird. Das Gleiche haben wir ja auch in der Haut. Ja, es gibt viele Hautveränderungen, die verschwinden einfach wieder. Der Körper kann damit klarkommen. Ja. Und trotzdem gehen die Hautärzte heute und sagen, das ist ein Malignom, das müssen wir ausschneiden. Das ist Beschäftigungstherapie, das ist Arbeitsbeschaffung. Ja. Leider Gottes auf dem Rücken des Patienten. Wenn man das so nebenbei beim Frühstück mal mit rausmachen könnte, wäre es ja gut. Aber derjenige, der bekommt den Stempel Krebs, du hast Krebs, der fängt an zu rotieren, der kann nachts nicht mehr schlafen. Krebs heißt Tod. Ja, also von daher ist das ganz, ganz übel. Und trotzdem wird uns das verkauft als eine neue Errungenschaft. Und dann wird es eingeführt. Es wird auch mit großem Druck geschafft, dass das ein abrechnungsfähiges Produkt wird. Weil ansonsten ist es tot. Nur das, was die Kassenmedizin bezahlt, kommt wirklich ans Laufen. Alles andere ist dann der graue Markt von Sonderleistungen oder so, wo der Arzt immer schon im Verdacht steht, dass er irgendwo Geld verdienen will. Ja, wieso die eine Technik, die nichts kostet, gut ist und die andere, die was kostet, schlecht sein soll, ist nicht nachvollziehbar, aber die Kassen argumentieren so. Nur das, was von denen bezahlt wird, ist auch wirklich wissenschaftlich evaluiert, was hin und vorne nicht stimmt. Also da hast du jetzt eigentlich speziell immer auf der Suche nach... auf der Suche nach und bin dann immer mehr fündig geworden. Und der erste Knüller, den es sozusagen gab, das war um die Jahrtausendwende, dann gab es nicht die Epigenetik, sondern da war die Genetik diejenige, welche auf dem Söller stand. Es hieß, wenn wir das schaffen, das humane Genom zu entziffern, wissen wir alles. Ja. Wir stoßen eine Tür auf, dahinter ist ein heller Saal und wir können alles. Sie haben die Tür aufgestoßen, nur dahinter war es dunkel. Und eine höhnische Stimme sagte, ihr Toren, ihr wisst gar nichts. Was war passiert? Mickrige 22.000 Gene statt 100.000, die man gedacht hat. Und offensichtlich nicht in der Lage... Fruchtfliegeverhältnisse. Ja? Oder Würmer oder so. Ne? Ja? Nicht das zu leisten, was sie konnte. Und da war eine große Betroffenheit am Anfang. Was noch einmal, und das bringt mich wirklich in Rage, diese Kollegen, diese hypertrophen Kollegen nicht daran gehindert hat, den nächsten Klopp zu landen. Und zwar, sie haben dann gesehen beim weiteren Aufarbeiten, dass selbst von diesen wenigen Genen nur 50% wirklich schalten. Die anderen machen gar nichts, was die den Stoffwechsel angeht. Und da sind sie hingegangen und haben gesagt, das ist Junk-DNA, die ist für nichts Nutze. Mhm. Als wenn die Natur etwas machen würde, die Hälfte der DNA unnütz produzieren würde. Ja, wieso auch? Ist Junk-DNA. Heute wissen wir, dass diese Junk-DNA die andere steuert. Mhm. Ist also essentiell nötig. Aber diese Herrschaften waren so hypertroph, so hochnäsig, dass sie Junk-DNA dazu gesagt haben. So, also das war passiert. Das Kind war im Brunnen. Und jetzt war die Frage, wie funktioniert denn da die Zelle überhaupt? Wie kann das sein, wenn die Gene eben nicht die Zelle steuern? Und dann hat man herausgefunden, dass die Zelle die Gene steuert und nicht umgekehrt. Und diesen Prozess nennt man Epigenetik, weil die Zelle in der Lage ist, die Gene mit Markern zu versehen. Das ist ähnlich wie in den alten Dateien, da gab es ja die Karteikarten, wo man dann einen Reiter draufstecken konnte, ob jemand berufstätig war, ob er schwanger war oder so. Konnte man also gleich ablesen, ohne die Karte aufzumachen, was dann besonders mit war. Und so kann der Körper auf die Gensequenz bestimmte Reiter draufstellen, die besagen, ob man diesen Teil braucht und ablesen will oder nicht ablesen will. Das ist ja für den Körper eine Erleichterung, dann, wenn es darum geht, irgendwie einen Stoff wieder neu zu bauen, den die Zelle braucht, das Ganze zu regulieren. Und das macht der Körper also den ganzen Tag, Tag aus, Tag ein und sortiert seine Gene so und setzt diese
epigenetischen. Epi heißt obendrauf, dieser Marker obendrauf. Ja. Und konkret sind das kleine Methylfaktoren, die aus dem Stoffwechsel stammen und die man auch genügend haben muss. Also es gibt Methyldonatoren, das heißt Essen, in dem mehr Methylmoleküle sind als anderem. Und dann kann man dem Körper helfen, seine Methylierung zum Beispiel zu machen. Es gibt auch noch andere Faktoren, zum Beispiel, ob die Erbsubstanz eng aufgewickelt ist und so weiter. Also es gibt mehrere Schienen, wie die Zelle das Genablesen steuern kann und nicht. Und das ist die Epigenetik geworden. Und padauz, Vitamin D ist eine von der Substanzen, die Gene steuert. Und was wir auch gelernt haben inzwischen, dass viele der Mikronährstoffe, die wir essen, in Wirklichkeit die Gene steuern. Die sind zwar auch als Antioxidantien tätig, aber der Körper braucht sie, um bestimmte Gene zu schalten, anzuschalten oder abzuschalten. Und die optimale Steuerung dieses genetischen Apparates hält die Zelle fit und jung oder lässt sie früher altern. Vielleicht jetzt noch etwas fürs Verständnis. Die Gene steuern, was heißt das genau? Ja, also die Gene steuern heißt, dass die Gene an sich nicht mehr sind. Also erstmal andersrum noch, die Gene sind in der Tat das Buch der Weisheit. Ja, da sind alles ist dort drin aufgeschrieben, was den Menschen ausmacht. Der ganze Bauplan ist dort abgeschrieben. Aber es ist ein Buch. Und ein Buch kann sich nicht selber lesen. Ja, es ist nicht klar geworden, dass das nicht automatisch funktionieren kann, sondern die Zelle geht hin und sagt, ich brauche ein bestimmtes Protein oder ich brauche ein Enzym. Das muss ich jetzt herstellen. Und dann sagt sie, aha, das ist in meiner genetischen Kette da. Dann wird die Kette aufgewickelt, dann wird die lesbar gemacht, die Information wird abgelesen, es wird Messenger-RNA gemacht daraus, die Botschaft übernimmt, überträgt und dann in der Zelle das Abbild von dem, was da abgelesen worden ist, in der Zelle umsetzt als Zellbestandteil. Also ein hochkomplexer Vorgang, der aber ganz schematisch immer wieder abläuft mit den verschiedensten Bereichen und den verschiedensten Genen. Also so kann man sich dieses Ablesen vorstellen. Das ist wirklich so, als ob man mit der Lupe drauf guckt und dann kommt jemand hin, Transporting, nimmt die Information mit und gibt dann die Information an die Stellen, wo in der Fabrik, in der Zellfabrik, dann die Substanz gefertigt wird. Und ein Lesefehler heißt jetzt, er findet das Buch die Seite nicht, weil... Zum Beispiel die Seite nicht oder... die Information ist falsch beschrieben worden. Ja, die Gene sind ja biologisches Material. Und biologisches Material ist dadurch gekennzeichnet, dass es veränderbar ist und dass es auch geschädigt werden kann. Eines der Schädigungsteile oder Schädigungsmöglichkeiten ist die Strahlung. Die Strahlung kann die Buchstaben, mit der die Information kodiert ist, die kann die beschädigen. Kann einzelne Teile darin so zerschädigen, dass, wenn die Ablesemaschine drüber geht, das nicht gelesen werden kann. Das ist der Fall, dass man bei atomaren Problematiken oder Menschen hat, die DNA ein bisschen, der Ablesevorgang zerstört wird, ja, und dann eigentlich die Reparaturprozesse nicht mehr stattfinden, richtig, da kommt viel mehr Krebs. Richtig, das ist der Mechanismus aufgeklärt, der wirklich so ist. Mhm. Die Gene sind also für die gesamte Produktion von allen Substanzen nötig, die wir im Körper haben. Und sei es, dass ich zur Reparatur was brauche, sei es, dass ich irgendwas so ersetzen muss, was aufgebraucht oder so. Und diese Struktur, die genial kodiert ist, die so genial kodiert ist, dass die Wissenschaft heute versucht, Speichersysteme aufzubauen, die nach dem Motto der DNA funktionieren. Ja, so genial. Die ist aber anfällig dafür, dass sie geschädigt wird. Zum Beispiel durch Strahlung. Da wird also in diesem Strang irgendwo ein Stück rausgeschossen. Oder es kommt zu einer chemischen Verletzung. Oder es kommt ein Radikal dahin und zerstört die DNA. Und dann kommt vom Körper aber etwas, was nie erzählt wird. Der Körper hat 4 Reparaturkolonnen, um die Gene wieder sauber zu machen, um die Gene zu reparieren. Und erst wenn diese Reparaturkolonnen auch nicht mehr funktionieren, dann ist das Gen an der Stelle nicht mehr ablesbar.
Aber nur an dieser einen Stelle. Alles andere funktioniert noch. Und dieser kleine Teil lässt eine Zelle nie zur Krebszelle werden, sondern es müssen mehr und mehr gestörte Stellen da sein, die eigentlich reparierbar sind. Und dann hat die Zelle plötzlich die Situation, dass der Zellstoffwechsel aus dem Ruder läuft. Und dann hat sie die Basis, sich so zu verhalten wie eine Krebszelle. Das heißt, es ist ein langwieriger Prozess, wo immer und immer wieder Schädigungen auftreten müssen, die nicht repariert werden, weil der Zellstoffwechsel gestört ist. Deswegen sage ich heute nicht, dass die Genetik ist das Problem, sondern der Stoffwechsel ist das Problem. Wenn ich zum Beispiel meine Mitochondrien geschädigt habe, die Kraftwerke in den Zellen sind, also keine Energie habe, oder wenn ich die Substanzen, die ich brauche, nicht in entsprechendem Maße vorhalten kann, dann ist der Zellstoffwechsel nicht in der Lage, die Gene zu reparieren. Und dann passiert die Situation, dass die Gene kaputt werden. Mhm. Aber nicht, dass durch irgendetwas ein Gen kaputt ist und dann nicht mehr repariert werden kann. Sondern der Zellstoffwechsel ist das Erste. Und deswegen ist auch der Krebs und die Demenz sind Stoffwechselstörungen. Es sind keine genetischen Schicksale, sondern die Gene sind Teile des Werkzeuges im Körper und das kann der Körper reparieren, wie alles andere auch. Ja, das heißt ja so schön, wir sind nicht unseren Genen ausgeliefert. Also ja, wir sind den Genen nicht überhaupt ausgeliefert. Nicht. Überhaupt nicht. Ja. Aber das ist nach wie vor im Volksmunde. Ach, ich bin fett, weil meine Eltern schon fett waren. Ich kriege Brustkrebs, weil meine Mutter und Großmutter schon Brustkrebs hatte, oder? Das ist irgendwie, das sind in den Genen drin. Ja. Nein. Ja. Wobei man sagen muss, wir haben am Anfang gesagt, das Ganze stimmt nicht, es ist nicht vererbbar, aber inzwischen wissen wir, dass auch die epigenetischen Veränderungen vererbt werden können. Das heißt also, wenn die Mutter irgendetwas sich selber angetan hat, in ihrem Gen, epigenetisch gestört ist, gibt sie das ans Kind unter Umständen weiter und dann hat das Kind auch schon. Außer das Kind würde schauen, dass alle Schlüssel funktionieren, dann könnte das Kind nicht diesem Gen ausgeliefert sein. Richtig. Ja. Wir haben die Situation, oder wir haben das rausgekriegt, an zwei großen Hungersnöten. Die eine Hungersnot war Biafra in Afrika damals, als die dort reihenweise gestorben sind. Aber einzelne Kinder haben das überlebt. Und wir haben das Gleiche erlebt nach dem Krieg. Da haben die, oder während des Krieges, haben die Nazis die Holländer verhungern lassen. Ja, haben die Nahrung abgeschnitten. Und auch da sind Schwangerschaften natürlich kaputt gegangen, aber einige sind ausgetragen worden. Und diese Kinder, die in dieser Mangel groß geworden sind, die waren hinterher vermehrt krank. Die haben vermehrt Bluthochdruck bekommen, die sind vermehrt dick geworden und. Und da hat man diese ganze Epigenetik oder einen Teil der Epigenetik hat man dort gelernt und hat das dann zusammengefasst als DOHAD, das heißt Developmental Origin of Health and Disease. Das heißt, in der Schwangerschaft muss der Fötus, der entsteht, auf die normale Steuerung zurückgreifen können. Und wenn die nicht stimmt, dann wird das Kind falsch angelegt. Aber nicht, weil das Kind falsch läuft, sondern weil die Mutter schon die Epigenetik falsch hatte. Aber das Kind kann hinterher hingehen und diese Schalter auch wieder wegsetzen. Auch das geht. Man kann also epigenetische Veränderungen, auch die ererbten, wieder wegbringen. Ist extrem schwierig, aber es geht. Ich habe einen Naturwissenschaftler hier, der immer wieder seine Forschungen bringt, irgendwie schon 300 Studien veröffentlicht hat zu Nukleotiden. Ja. Und er sagt, der Mensch hat heutzutage viel zu wenig Nukleotide, sodass der Kopiervorgang nicht immer wieder gut überschrieben worden ist. Ja. Denn früher hatte man die Nukleotide in den Innereien. Ja. Nur essen wir das nicht mehr. Ja. Ja, auch das ist wieder ein Faktor. Es ist nicht der Faktor, aber es ist wieder ein Faktor, weil diese Nukleotide sind ein kleiner Baustein, der präformiert schon da ist. Da muss der Körper das nicht alles da an verordneten Stelle aufbauen, sondern nimmt ein Nukleotid und packt es da rein, weil es in der Sequenz der einzelnen Aminosäuren, aus denen wir da bestimmen, da hineinpasst. Mhm. Also auch da hat man eine gute Nahrung, gibt man der Zelle genügend Nukleotide, hat sie genügend Baustoffe. Mhm. Ja. Also entweder ich brauche Steuerungssubstanzen oder ich brauche Baustoffe. Und wenn ich die nicht habe, dann geht der Zellstoffwechsel aus dem Leim. Ja, ich kann kein Haus bauen, wenn ich nur Sand und Steine habe und keinen Zement dazwischen. Ja,
und ich brauche die Rohre und. Ja. Das ist ein hochkomplexer Stoffwechselvorgang und es war immer ein Riesenirrtum zu behaupten, die Gene steuern alles. Sie sind die Informationsträger, aber mehr auch nicht. Sie sind die Bibliothek und ich muss in die Bibliothek reingehen und die Zelle kann reingehen, kann alles nachlesen, kann alles reproduzieren, wenn sie auch für diesen Vorgang wieder alles hat. Deswegen ist es alles eine Frage des Stoffwechsels. Und das ist wiederum eine Frage der Ressourcen, die der Körper hat. Ja? Jetzt sind wir beim Thema Stoffwechsel. Also, ich meine, wenn wir jetzt das 50 oder 100 Jahre zurückblenden, hatten wir noch niemals die Fülle von so vielen Krankheiten, wie wir heute haben. Das heißt, eigentlich müsste sich am Stoffwechsel was geändert haben. Das bedeutet, dass die Zelle nicht mehr in der Lage ist, in jedes Bibliothek reinzuschauen, in jede Seite nachzulesen. Ja. Und dann sind wir eigentlich wieder in der Eigenverantwortung. Ja, natürlich. Warum ich so auf die Gesellschaft schiele und schimpfe, ist die Tatsache des Verständnisses der Verhältnisprävention. Wir predigen heute die Verhaltensprävention. Das heißt, du musst das und das tun, damit du gesund bleibst. Nur geh doch mal am Bahnhof, wenn du Hunger hast, und kauf was Gesundes zu essen. Du kriegst es nicht. Keine Chance. So, das sind die Verhältnisse, die wir so verändert haben in dem einen Tal. Aber wir haben sie überall verändert. Wir haben sitzende Arbeitsplätze. Ja, wir haben die Arbeitsplätze drinnen, sind nicht mehr draußen. Wir haben die Nahrung verändert. Wir haben dem Körper so viele seiner ursprünglichen Ressourcen genommen, dass dieses tolle System nicht mehr funktionieren kann. Ja, ich nehme immer das primitive Beispiel des Autos. Die Leute sind ja so stolz auf ihr Auto und die ganze Elektronik da drin. Aber auch da, wenn ein einziger Baustein nicht funktioniert, ist die ganze Elektronik im Eimer. Nur bei seinem Auto weiß er doch, wenn er kein Benzin drin hat, wenn kein Luft in den Reifen ist, nicht genügend Motoröl da, selbst wenn die Waschflüssigkeit nicht ausreichend ist, kriegt er eine verklebte Scheibe und kann nicht mehr fahren. Das sind ganz primitive Dinge im Vergleich zum Körper. Aber er ist genauso. Er braucht diese Ressourcen, damit dieser tolle Mechanismus funktionieren kann. In all seinen Wunderdingen, die er kann, er braucht diese Ressourcen. Und die haben wir ihm genommen. Mhm. Im Laufe der Zeit, wo wir eine neue Lebenswelt gemacht haben. Mhm. Wir haben eine technische Welt geschaffen, die nicht mehr artgerecht ist. Und in dieser artgerechten Welt werden wir krank, weil sie uns nicht das bietet, was wir brauchen. Die Epigenetik ist im Moment sehr stark im Aufwind. Ja. Manuel Purzler war mal kürzlich bei mir. Ja. Ich glaube, du kennst ihn auch. Er ist ja wirklich hervorragend in seiner Ausbildung, jetzt auch in der Epigenetik. Ja. Gefällt mir sehr gut. Aber lass uns noch ein paar, ich habe zwei Fragen. Eine möchte ich dich zuerst bitten, etwas noch zu sagen über die Gesundheitslobby, die du aufgebaut hast. Denn das ist meiner Erachtens ganz wichtig. Denn hier wird ja letztendlich eine Medizin dargelegt, die letztendlich befähigt ist, sämtliche Schlüssel zu den Schlössern noch wieder zugänglich zu machen, dass es geöffnet wird, dass der Kopiervorgang gut funktioniert, der Mensch die Chance hat, immer wieder sich selbst gesund zu regenerieren. Ja. Ja. Und das ist etwas, was ja fehlt. In einer Krankheitsindustrie behandeln wir die kranken Menschen und wir möchten gerne die Gesundheitserhaltung fördern oder kranke Menschen über einen ganzheitlichen Ansatz irgendwo hinbringen. Ja. Ich versuche das mit Videos, aber du hast hier noch etwas Brillantes aufgebaut und das möchte ich gerne noch sagen. Ja, also gerne noch dazu etwas zum Haus der hellen Köpfe. Die Videos haben wir natürlich auch gemacht und haben gesehen, dass es Voraussetzung dafür ist, dass die Menschen etwas wissen. Ja? Wenn sie etwas wissen, können sie etwas verstehen. Wenn sie es verstehen, können sie es umsetzen und sie tun es auch. Ich habe schon erzählt, dass wir es geschafft haben, den Vitamin-D-Spiegel in Deutschland anzuheben über diese Informationen. Die Menschen haben es verstanden, haben es auch dann getan. Und dann ist mir eben klar geworden, warum so viele Menschen so viele Krankheiten haben. Die WHO sagt, 90% der Menschen in den Industriestaaten leben an oder sterben an und mit chronischen Krankheiten. Herzinfarkt, Krebs und so weiter und so fort. Und Lungenkrankheiten. Und dann ist mir klar geworden, ja natürlich, sie haben nicht mehr die Möglichkeiten, sich gesund zu halten. Es fehlt ihnen an der Nahrung, es fehlt, fehlt, fehlt. Und wie kriegen wir das wieder hin? Und dann ist mir klar geworden, dass die Medizin gar nicht schuld an dem ganzen Misere ist, sondern die steckt auch in diesem Prozess drin. Auch die Medizin ist ja nach und nach verändert worden von einer fürsorgenden Medizin, auch im Bereich des Krankenhauses, hin zu einer Fließbandmedizin, die nicht dem Menschen das gibt, was er wirklich braucht. Und dann habe ich gesagt,
Und wie soll es denn dann gehen? Wie schaffen wir das denn, dass die Menschen wieder in einer gesunden Umwelt leben? Und dann ist mir klar geworden, die Kultur ist das, was uns gesund hält. Wir haben viele Hochkulturen gehabt, die tolle Leistungen gebracht haben und plötzlich waren die weg vom Fenster. Warum? Weil sie sich fehlentwickelt haben und dann den Menschen nicht mehr die Grundlage geboten haben, um leben zu können. Und dann war es konsequent zu sagen, wie kriegen wir eine neue Kultur? Wie können wir eine neue Kultur etablieren, indem wir die Menschen aufklären und sie einladen, in kleinen Bereichen mitzumachen? Oben die Politik kriegen wir nicht geändert. Aber wenn wir anfangen, in der Familie, in der Praxis oder im Betrieb, uns zu überlegen, was können wir in dieser kleinen Gemeinschaft tun, damit es uns allen besser geht? Ja, und das geht mit den mentalen Geschichten los, mit dem Essen. Wenn eine Firma seinen Mitarbeitern ein schönes Essen gibt, das gibt einen Riesensatz nach vorne. Oder wenn wir es eben schaffen, allgemein die 20, 30 Euro aufzubringen, damit die Leute ihr Vitamin D bekommen. Oder versuchen, ein anderes Verkehrsmittel zu entwickeln, was die Muskulatur wieder mit beeinträchtigt. Warum sitzen die Leute alle? Die könnten doch im Bus stehen und können doch ein bisschen treten. Dann haben sie Bewegung und machen automatisch, ja, das sind gesundheitsfördernde Maßnahmen. Die müssen in irgendeiner Form werden. Oder warum leben die Menschen eingefercht in kleinen Zellen mit zwei oder drei Leuten, ja, wo sie sich auf Dauer auf den Keks gehen. Das muss passieren. Wenn zwei Leute so eng zusammen sind, die müssen auf Dauer gehen. Wenn die wieder in einer großen Community leben würden, dann könnten die sich austauschen. Dann könnte man mal seinen Partner ein paar Tage aus dem Weg gehen, dann wäre auch die Problematik wieder erledigt. Die Kinder hätten Kindererziehung gratis, die Alten hätten kein Altenheim nötig und so. Das heißt, diese ganze Kultur, die wir brauchen, die können wir wieder schaffen, wenn wir uns zusammenschließen in diesem Haus der hellen Köpfe, wo jeder eingeladen ist. Die Unternehmen genauso wie der Einzelne, weil wenn wir zusammen uns tun und jeder seins reintut mit den Dingen, die er hat, können wir wieder zu einer Gesellschaft werden, die sich selbst gesund erhält und nicht krank gemacht wird. Das ist noch viel größer, als ich gedacht habe zuerst, denn was du jetzt gerade sagst, wirklich, man geht an die Kultur heran. Ja. Und jetzt nicht nur innerhalb der Medizin, eine Ganzheitsmedizin so hinauszutragen mit eigenen Leitlinien, wo sich Tausende von Ärzten verbinden und sagen, oh, bei dieser Krankheit solltest du das und das mitbeachten, ja. Großartig, ja. Und man ist geschützt durch dieses Haus der schlauen Köpfe, sondern es geht noch viel, viel mehr, es geht wirklich um Lebenskultur. Ja. Also ich habe ein Bild vor Jahren schon malen lassen, da wusste ich nicht, dass das praktisch die Grundlage von allem ist. Das ist im Innenbereich ein Kreis. Das ist der menschliche Körper mit den Organen. In den Organen sind die Organellen drin und in den Organellen haben wir wieder die einzelnen Zellen und die haben dann entsprechend die DNA. Das heißt also, es ist immer wieder das System, das eine baut auf dem anderen auf. Und die einzelnen Menschen leben dann halt, und die einzelnen Organe sind die Menschen und der Mensch lebt wieder in der Community. Und die Community ist von außen wieder beeinflusst durch die unterschiedlichen Dinge. Dieses ganze System ist aus dem Ruder gelaufen. Es hat mit Medizin primär gar nichts zu tun. Die Medizin war der Versuch, Krankheiten, die aufgetreten sind, zu heilen, auch Unfallverletzungen und so weiter und so fort. Aber nach und nach sind die Veränderungen des Lebenserhaltenssystems immer schlechter geworden, die Voraussetzungen immer schlechter, sind immer mehr Krankheiten aufgetaucht, die Medizin gar nicht in den Griff bekommt. Die 90% chronische Krankheiten kann die Medizin nicht heilen. Sie behandelt sie zwar für viel Geld, aber sie kann sie nicht heilen. Und dann ist mir klar geworden, wer soll es denn tun? Es kann nur die Gesellschaft sein. Und dann brauchen wir eine neue Kultur in der Gesellschaft. Und die können nur wir, alle zusammen und zusammen machen, eine neue Kultur, die da Rücksicht nimmt und da Rücksicht nimmt und da Rücksicht nimmt und da Rücksicht nimmt. Das ist das moderne Wort, wo ich lange üben musste, biopsychosoziale Resilienz. Ja, biopsychosoziale. Ja, wir haben ja früher gesagt, hatten wir die, das war die der Organismus, das war die Somatik, dann kam die Psychosomatik dazu, ja, und dann kam der, wie hieß er, nicht Arwin, der Biologe, der dann gesagt hat, wir brauchen Ökopsychologie. Ja? Und inzwischen ist dann noch die Immuno dazugekommen, das Immunsystem. Aber auch wieder nur ein Ausschnitt. Und der besagt, wir brauchen den ganzen Menschen mit all seinen vielen Facetten, die ihn so wunderbar machen, die aber alle Besonderheiten brauchen, damit das funktioniert. Und noch einmal, es hat früher funktioniert, weil wir in einer Umwelt waren, die artgerecht war, die menschengerecht war. Und wir müssen nichts anderes tun, als wieder eine menschengerechte Umwelt schaffen, Lebenswelt schaffen. Ich staune,
alle diese Bereiche, die du aufgezählt hast, hat ja auch wieder Studien mit unfassbaren Ergebnissen. Ja. Und wenn man das alles zusammenfasst und sagt, hey, der Patient braucht jetzt das und das, diese Chance, die der Patient hätte. Ja. Der Dr. Dietrich Klinger hat mir mal einen Satz gesagt zum Thema chronische Krankheitsdiagnose. Ja. Er hat mir gesagt, diese Diagnose zeigt nur das Unvermögen des Arztes, weil er keinen Weg weiß. Weil chronisch ist nie was. Es bin ich bei immer ihm. Einen Weg. Bin ich bei ihm. Schöner Satz. Jeder Arzt, der eine chronische Krankheit diagnostiziert bzw. ein Dauermedikament verabreicht, lässt die Hosen runter und sagt, ich kann es nicht behandeln. Ich kann es behandeln, aber ich kann es nicht heilen. Ja, das heißt, ich muss einen Arzt wechseln. Ich muss mir jemanden suchen, der damit eine Ahnung hat. Richtig, ich muss mir jemanden anders suchen. Ja, so bitter es auch ist, dieser Arzt hat nicht die nötigen Fähigkeiten, mich gesund zu machen. Wobei wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben von der sogenannten Potenzialentfaltung, die ja auch epigenetisch bedingt ist. Wenn der Körper, der heranwachsende Körper, bestimmte Triggerimpulse erhält, entwickelt er Eigenschaften, die er noch nicht hat, die aber vorgeprägt sind. Schreiben, laufen, singen und solche Dinge, die ganz, ganz wichtig für uns sind. Wenn ich jetzt aber in der Entwicklungsphase, in der Jugend, diese Eigenschaften nicht entwickeln lasse, dann habe ich hinterher einen Krüppel. Der kann zwar vielleicht laufen, ja, aber er kann nicht wirklich laufen. Er beherrscht seine Gliedmaßen nicht wirklich, weil er es nicht gelernt hat. Er kann nicht wirklich denken, weil er bestimmte Denkvorgänge nicht hat. Das heißt, in den ersten Jahren brauchen unsere Kinder 10-mal mehr, 20-mal mehr, 100-mal mehr Aufmerksamkeit als das, was wir denen in der Kita geben. Ja, wo wir Personalmangel haben, wo die Kinder aufwachsen in der Angst, verlassen zu sein. Das ist ein Verbrechen, was da passiert. Aber es passiert legalerweise. Und diese Kinder, die sind dann epigenetisch schon geschädigt, wenn sie als erwachsene Menschen da sind. Die sind dann kontaktarm, die haben Probleme und. Das ist die Gesellschaft, die sich falsch verhält gegenüber den eigenen Mitgliedern. Und das können wir alles ändern. Und zwar mit Leichtigkeit, wenn wir es alle zusammen wollen. Ja, und das ist jetzt wirklich mal eine Chance, über diese Plattform uns gegenseitig zu vernetzen und es auch zu tun. Weil reden können wir alle gut über solche Dinge, was man alles besser machen könnte. Aber nur innerhalb von einer solchen Gemeinschaft scheint mir das ein guter Ansatz zu sein. Und ich glaube daran, beziehungsweise ich glaube nicht mehr daran, ich weiß es jetzt, ich habe es vorhin schon mal kurz erwähnt, wir haben ja das kleine Thema Vitamin D seit etwa 10 Jahren intensiv behagt, so wie die anderen Dinge jetzt dann auch. Und es hat sich gezeigt, dass die Menschen, zumindest hier in Deutschland, das nicht nur gehört haben, was wir gesagt haben, sie haben es verstanden und sie haben es umgesetzt. Der mittlere Vitamin-D-Spiegel in der älteren Bevölkerung ist um 40% höher, innerhalb von 10 Jahren. Nicht, weil die Regierung was gemacht hat, sondern weil wir es den Menschen erzählt haben. Und ich glaube, wenn wir im Haus der hellen Köpfe so die Information weitergeben und so miteinander dann arbeiten können, dann werden wir in vielen Bereichen einen deutlichen Anstieg bekommen, eine deutliche Verbesserung bekommen und dann geht es uns allen besser. Super, herzlichen Dank. Professor Dr. Jörg Spitz war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und was soll ich da sagen, es gibt mir das Herz auf. Es lacht, wenn ich so höre, wie da wirklich kreative Ansätze gefunden werden, die wirklich in dieser Situation, verfahrenen Situation, wo ich manchmal sagen will, einseitigen Situation, wo Geldgier und Machtverhalten immer wieder zum Ausdruck kommt über die ein oder anderen Wege, wirklich mal ein Pol gesetzt wird, wo sagt, wir stehen über den ganzen Dingen, wir machen unser eigenes Ding. Super, großartig. Ich bin dabei. Alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.